Ja, meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier mal wieder zu einer neuen Seed-Vorstellung. Heute stelle ich euch mal den Survival Island Seed vor, beziehungsweise ein. Es gibt da wahrscheinlich mehrere. Aber ich habe diesen Seed hier wie immer im Minecraft-Forum gefunden und fand diesen auch wirklich ziemlich geil, weil es ist nämlich nicht nur diese Insel, es ist hier nämlich noch ein Mob-Spawner. Und ja, wenn man spawnt, kann ich aber gerade mal zeigen, spawnt man hier am Anfang der Insel, hier so ungefähr. Hat dann hier zwei Bäume und damit kann man sich dann halt wieder mehr Bäume machen durch die Saplinge und so. Ist natürlich ein bisschen schwieriger hier zu survivalen, aber ich denke mal hier durch die Gräser, wenn man die abmacht, kriegt man ja Samen, kann man sich Weizen machen, Brote. Und ja. Wenn man dann allerdings hier in die Höhle reingeht, ist dann hier auch ein Mob-Spawner mit zwei Kisten, wo dann auch direkt mal zwei Schallplatten drin sind und ein paar Sattel. Und ja, ich habe die Map auf Multiplayer mal gezockt. Und da war hier unten irgendwo eine Höhle. Können wir mal gerade suchen. Wahrscheinlich finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Aber auf jeden Fall war da eine richtig geile Mine und so. Kann einfach mal hier ein bisschen graben. Moment. Hätte ich vielleicht mal vorher raussuchen können. Kohle, auf welcher Ebene sind wir? 25. Ich grab mich einfach mal so ein bisschen lang, wie so ein Maulwurf. Wahrscheinlich finde ich das jetzt auf die Schnelle nicht, wie immer. Aber ich höre Fledermäuse. Lava. Es soll jetzt hier ja nicht so ein Let's Search werden oder so. Wahrscheinlich ist das hier irgendwie hier bei uns oder was? Na, ich will es hier auch nicht die ganze Zeit suchen, ist ja dumm. Hier oben. Da ist es. Hier. Da haben wir sie doch noch gefunden. Muss jetzt hier mal gerade mich orientieren. Ich war hier in der Höhle schon. Ah ja, genau, hier sind wir. Ja, okay. Gut, dann war. Ja, genau. Wenn man dann hier hochgeht, ist hier direkt ein Minenschacht. Und ja, das ist auf jeden Fall ziemlich geil. Hier steht dann auch direkt eine Kiste. Da ja, ist da ein bisschen Zeugs halt drin, ne? Und ja, das ist auf jeden Fall hier ziemlich riesig alles. Hier sind auch noch ein paar Schluchten, die hier angrenzen, soweit ich das weiß. Oder ich mich da noch erinnern kann. Ja, genau, hier war das auch ziemlich verschachtelt und alles. Ja, könnt ihr ja mal alles selber erkunden. Ich packe euch wahrscheinlich die Koordinaten hierfür nochmal in die Beschreibung für diese Höhle. Und ja, hier geht es natürlich auch noch lang, wenn man hier lang geht. Normalerweise wäre man dann hier rausgekommen. Hier ungefähr. Und dann kann man sich dann hier so hochgraben. So, und dann kommt man dann hinterher da oben wieder raus. Aber das mache ich jetzt mal nicht. Oder vielleicht doch mal ganz schnell. Vielleicht finden wir das ja. Ach, ich grab mich einfach mal hier hoch. So, ja, sage ich doch. Ich packe euch hier mal die Koordinaten einfach in die Beschreibung. Wahrscheinlich müsste das dann hier so sein. Einfach hier am Baum runtergraben, da brauche ich eigentlich dann keine Koordinaten. Einfach hier in diesem Baum, hier an diesem Baum. Einfach runtergraben, gerade runter oder irgendwie halt gucken, dass man hier so in der Mitte bleibt. Und dann sollte ich das Ganze auch schon finden. Wenn nicht, einfach mal hier so ein bisschen in dem Radius graben. Das sollte so Höhe. Warte mal, ich kann mal hier gerade. Wo sind wir denn jetzt hier rausgekommen? Verdammt. Ist das Video unnötig in die Länge? Hä, bin ich dumm? Achso, hier sind wir rausgekommen. Auf Koordinate. Was solltet ihr euch da runtergraben? Das ist hier ungefähr Höhe. Ja, 25 Y-Koordinate. Einfach F3 drücken und dann solltet ihr das Ganze finden. Ich labere hier jetzt schon wieder zu viel Mist. Das war es eigentlich auch schon von der Mod-Vorstellung. Hier außenrum ist wie gesagt nur Ozean, aber wenn man hier so 10 Stunden geradeaus geht, dann findet man auch mal eine Insel. Ich habe da so mehrere kleine Inseln gefunden, aber noch wirklich kein Festland. Ja, könnt ihr ja mal ein bisschen suchen. Und das war's dann auch mit der Seed-Vorstellung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer, gebt mir einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Oder lasst mir ein Abo da. Es kommen mehr Seed-Vorstellungen wie immer. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein und ciao, Leute.